hier ist einmal unser Essen. Ich habe es ja schon gesagt gestern, was wir alles machen. Ist jetzt vorbereitet und ich hatte spontan Lust, ein paar Früchte mit weißer Schokolade. Die werde ich hier drin noch schmelzen. Genau, und das lassen wir uns jetzt erstmal schmecken. So sieht es jetzt aus. Richtig, richtig lecker. Und ja, ich würde sagen, Nami Nami schmecken lassen. Und das Beste definitiv weiße geschmolzene Schokolade mit leckeren Früchten. Yummy! Frohes neues Jahr 2018! Jetzt! Da, jetzt! Guten Morgen, ihr Lieben, ein frohes neues Jahr. Ja, wir haben den 1.1. Silvester ist vorbei. Ja, wir haben gestern eigentlich, habt ihr ja gesehen, wir haben gegessen. Ich habe euch schon ein bisschen das Essen gezeigt. Danach sind wir kurz vor 12 rausgegangen, haben rumgeknallert und dann eigentlich wieder nach Hause, haben ein bisschen noch Fernseher geguckt und irgendwann, ich glaube so gegen 1:30, 2 rum ungefähr, sind wir dann schlafen gegangen. Genau, heute früh haben wir jetzt schon schön gefrühstückt. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir eigentlich mittlerweile. Oh, schon mittags, schon 1:30 Uhr. Aber ich lag auch bis, ich glaube, 10:30 Uhr oder 11 Uhr lag ich im Bett rum und bin dann erst aufgestanden, ja. Ich habe mich jetzt leicht fertig gemacht, also keine Foundation oder sowas, sondern Augenbrauen, Wimpern getuscht, die Lippen und ein bisschen Rouge drauf gemacht, das war's. Weil ich möchte jetzt die letzte Frequenz vom Kinderwagen abdrehen. Ich hatte ja das Video vom Kinderwagen vor ein paar Tagen schon gemacht und ich möchte jetzt die Babyschale ins Auto reinklipsen und zeigen, wie das geht. Und vielleicht auch ein paar Fotos mit dem Kinderwagen machen. Ich bin ja so verliebt in den, deswegen ja, habe ich mich gerade mal angezogen und jetzt gehen wir raus, weil es ist gerade, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, es ist so strahlendes Wetter, also die Sonne scheint, es ist blauer Himmel, richtig, richtig schön, deswegen mal kurz rausgehen, vielleicht ein bisschen spazieren gehen, rumlaufen. Und ja, jetzt gerade geht es mir nämlich einigermaßen okay. Ich habe definitiv Senkwehen, aber es ist alles so, dass ich es aushalten kann. Aber gestern hatte ich den ganzen Tag wirklich, der Lias hat sowas von rumgeboxt. Das war echt nicht mehr witzig. Der hat richtig Party gemacht. Ich hatte richtig zeitweise richtige krasse Senkwehen, dass es richtig dolle weh getan hat und deswegen habe ich gestern auch fast den ganzen Tag nur geschlafen. Ich habe immer wieder mal auf der Couch oder mal im Bett gelegen und bin eingeschlafen, immer und immer wieder. Ich war dauerhaft müde und kaputt und ich weiß auch nicht, also irgendwie werden mir die Kräfte momentan geraubt, habe ich das Gefühl. Ja, und ich weiß auch nicht. Also im Liegen war es sogar teilweise manchmal schlimmer, als wenn ich dann mal aufgestanden bin, gelaufen bin. Die ersten Schritte waren immer so, wow, es drückt sehr nach unten, ist sehr schmerzhaft. Aber wenn ich da eine Zeit lang stand, dann ging das. Und so geht es mir jetzt auch gerade. Ich stehe jetzt eine Zeit lang schon vom Fertigmachen und so weiter. Aber wo ich dann jetzt nur im Bett rumgelegen habe, war es auch so, dass ich dann eher dann auch schon die Schmerzen verspürt habe. Und vor allen Dingen gestern, als ich dann versucht habe, abends, also nachts, heute Morgen, tatsächlich mal einzuschlafen, da war es schon... Da waren schon ab und zu mal wirklich so krasse Züge durch den Unterleib und durch den Rücken durch, wo ich echt gedacht habe, so, wow, bitte nicht jetzt, ich will einfach nur schlafen. Ich war völlig fertig vom ganzen Schlafen oder von keine Ahnung was. Naja, egal. So, auf jeden Fall gehen wir jetzt raus. Ich zeige euch mal kurz mein Outfit. Hab gerade schon gesagt, einfach eine Leggings anziehen und dann hier so ein Pulli, der so nach unten gestreift ist. Dann sieht man gar nicht so fett aus, wenn man mich von der Seite nämlich mal betrachtet. Das ist schon mal wieder ein ganz anderes Bild. Ja, auf jeden Fall ist das dieser Pulli mit diesen Ösen hier an der Seite. Der ist schon ein paar
Wochen, Monate alt. Ich weiß nicht, auf jeden Fall mal vom Primark gewesen. So, und jetzt geht's raus. Ein bisschen das Wetter genießen und hoffentlich ein paar schöne Aufnahmen für euch. So, die Aufnahmen vom Kinderwagen sind im Kasten und ich werde jetzt erstmal mir eine schöne Badewanne gönnen, einfach ein bisschen entspannen. Ich habe jetzt heute mal das hier angefangen und zwar von Isana Berry Love. Es riecht extrem lecker hier nach Beeren, Waldbeeren, keine Ahnung, also richtig, richtig gut, mag ich sehr gerne. Und ich werde die Maske hier mal probieren. Die wollte ich das letzte Mal schon, aber irgendwie habe ich es dann nicht hinbekommen, aber jetzt werde ich die gleich mal drauf machen. Und nebenbei natürlich einmal Video schneiden, aber zu Anfang werde ich jetzt erstmal mir ein paar Vlogs angucken, die ich die letzte Zeit so verpasst habe von meinen ganzen YouTubern, die ich immer gerne gucke. Ich kam die letzte Zeit einfach überhaupt nicht dazu, Videos zu gucken. Gar nicht, null. Also meine Abo-Liste ist sowas von nicht angeschaut. Deswegen, ja, mache ich das jetzt erst einmal und genießt ein bisschen. So, wir haben hier gerade selbstgemachte Pizza im Ofen. Einmal eine Seite mit Chicken und dann einmal komplett mit Cherry-Tomaten und auch Käse. Oh, sieht so lecker aus, so gut aus. Oh, ihr beschlägt. Naja, das haben wir jetzt auf jeden Fall gerade selber gemacht und lassen wir uns mal gleich schmecken. So, bin hier gerade am Sandwich machen. Ich habe hier eine ganz normale Bolognese-Soße gemacht und habe das dann auf Sandwiches draufgelegt. Also eine Schicht Käse. Dann Bolognese, zwei Tomatenscheiben und wieder Käse. Und das Ganze dann hier rein. So, lecker. Ja, fertig. Sieht es dann aus. Zusammen mit einem gemischten Salat. Yummy, yummy. Hallo ihr Lieben, ich melde mich endlich mal wieder. Oh mein Gott. Ich habe die letzten Tage... habe ich gar nicht gevloggt. Ich habe euch immer wieder das Essen oder sowas gezeigt, aber es gab einfach wirklich auch nichts zu erzählen, nichts zu sagen, außer ich lag die ganze Zeit im Bett. Also ich habe klar, zwischendurch bin ich mal aufgestanden und habe vielleicht mal was gekocht oder so, das habe ich euch ja dann gezeigt. Das war aber schon das Maximale der Gefühle, weil ich hatte einfach die letzten Tage und es hat am 31. angefangen, nonstop starke Senkwehen. Ja, also an Silvester, muss ich sagen, lag ich eigentlich den ganzen Tag im Bett. Ich hatte echt Schmerzen. Meine Füße sind so angeschwollen. Ich komme in meine lockersten Schuhe, wirklich die allerlockersten Schuhe, die ich habe, die mir eigentlich zu groß sind, da komme ich gerade so rein und selbst das ist ein bisschen eng. Also es ist wirklich, diese Wassereinlagerung ist echt nicht angenehm. Ich bin froh, dass ich die nicht irgendwie die ganze Schwangerschaft hatte. Es gibt ja welche, die haben das über Monate. Ich habe das ja jetzt wirklich so gegen Ende. Gott sei Dank, wirklich. Ja, ich lag eigentlich wirklich, bin immer wieder eingeschlafen. Das ist auch so eine Sache. Wenn ich dann mal aufstehe und was koche und mal eine halbe Stunde irgendwie was mache... danach bin ich so kaputt, als ob ich einen Marathon gelaufen wäre. Ich habe dann Fußschmerzen, als ob ich irgendwie 3 Tage durch weiß was ich wo gelaufen wäre. Also es ist richtig extrem momentan. Ich verstehe das überhaupt. Also was heißt, ich verstehe das überhaupt nicht. Klar kommt es von der Schwangerschaft, vom Gewicht und so weiter und so fort. Erschöpfung, bla bla bla. Keine Ahnung, vielleicht auch, dass der Körper sich ausruht und auf die Geburt vorbereitet und so weiter und so fort. Aber... das ist momentan einfach nicht mehr lustig. Das ist so was von übertrieben, dass ich wirklich bei jeder Kleinigkeit bin ich außer Atem. Bei jeder Kleinigkeit bin ich extrem müde. Also so viel, wie ich die letzten paar Tage geschlafen habe. Leute, das wollt ihr gar nicht wissen. Das ist echt nicht, das ist echt krass. Und wenn ich dann mal nachts nicht schlafen kann vor Schmerzen oder sowas, dann schlafe ich irgendwann um 6, 7 Uhr morgens ein und schlafe dann bis um 11 teilweise, so 10, 11. Dann frühstücke ich was, dann bin ich auf einmal nach dem Frühstück wieder müde. Dann kam es vor, dass ich auch nach dem Frühstück plötzlich wieder 1, 2 Stunden geschlafen habe. Also so ein komplett... ich habe überhaupt gar keinen Tagesrhythmus mehr irgendwie. Es ist alles komplett durcheinander. Ja, und die letzten Tage hatte ich halt wirklich echt Schmerzen. Ich habe auch wirklich nichts anderes getan, außer im Bett zu liegen, zu schlafen, mal aufzustehen, zu essen, mal vielleicht ein bisschen aufgeräumt, geputzt, aber jetzt nichts Großartiges. Und ich habe auch nicht großartig gearbeitet, muss ich sagen, fast gar nicht. Also die Arbeit habe ich richtig krass vernachlässigt. Gestern kam auch kein Video online. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal kein Video online kam. Ich kann mich nicht daran erinnern. Also, weil wenn bei mir kein Video online kommt, dann hat das schon echt was zu heißen. Ich habe auf Instagram nur ein Foto gepostet und habe gemeint, sorry, mir geht's momentan nicht gut. Ich kam nicht dazu, Videos zu schneiden. Es kommt kein Video online.
Ja. Gestern Abend ging es ein bisschen besser. Also ich konnte mal normal im Bett sitzen, ohne dass ich total diesen Druck eben hatte, diese totalen Schmerzen. Da war es ein bisschen besser und dann habe ich die Glossybox mal geschnitten und habe die dann heute online gestellt. Aber ich habe jetzt schon wieder kein Video, was ich morgen online stellen könnte. Na, muss mal gucken, ob ich später dann noch dazu komme. Ich hatte jetzt dann, es ist ja so, dass ich das letzte Mal vor zwei Wochen und zwei Tagen, um genau zu sein, im Krankenhaus war. Da war ich ja in der Klinik, wo ich ja eine Nacht sozusagen da bleiben sollte oder musste. Und deswegen hatte ich gestern dann mal, nach den ganzen Feiertagen, habe ich gestern mal meine Frauenärztin angerufen und gesagt, ja, hier, hören Sie mal zu, so und so ist der Stand momentan. Es tut sich nicht wirklich was, klar, die Schmerzen werden immer mal stärker, aber es gibt immer mal wieder Tage dazwischen, wo ich nicht so starke Schmerzen habe. Aber es war ja so gewesen, dass ich eigentlich wöchentlich untersucht werden musste, aufgrund dessen, alleine schon wegen meinem Gebärmutterhals und wegen dem zu vielen Fruchtwasser. Abgesehen davon, dass ja hier mittlerweile auch mein Muttermund geöffnet ist und alles drum und dran, was noch dazu kommt. Und ich habe dann zu der Arzthelferin nur gesagt, ja, im Krankenhaus wurde mir halt gesagt, sobald die Wehen stärker werden, also ich das Gefühl habe, dass es richtige Wehen sind, die regelmäßig kommen, oder meine Fruchtblase platzt, dann soll ich halt eben wieder ins Krankenhaus kommen. Und ich habe zu ihr gesagt, ich habe halt darauf die ganze Zeit gewartet, in Anführungszeichen, dass ich dann wieder ins Krankenhaus gehe. Aber es tut sich eben seit zwei Wochen nichts. Und zwei Wochen halt gar nicht untersucht werden, ist halt vielleicht ein bisschen blöd. Hat sie gemeint, ja, auf jeden Fall soll ich jetzt mal dann wieder vorbeikommen. Die hat halt, gestern war es halt komplett voll gewesen. Die hat gemeint, es lohnt sich überhaupt nicht. Das ist einfach zu voll, bis ich drankommen würde und überhaupt. Da habe ich gemeint, nee, ich brauche auf jeden Fall einen Termin von Ihnen. An irgendeiner Uhrzeit, wo Sie wissen, da ist vielleicht weniger los oder wo ich nicht so lange warten muss. Weil mit Senkwehen und Unterleibsschmerzen, Bauchschmerzen, Rückenschmerzen, was weiß ich was, ganz Körperschmerzen, irgendwie ein, zwei Stunden im Wartezimmer zu hocken, das geht gar nicht. Weil ich muss ja sowieso schon eine halbe Stunde sitzen, alleine am CTG. Und wenn ich dann noch mal so lange warte, auf jeden Fall hatte sie mir dann vorgestern gesagt, dass ich heute kommen soll. Und ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Frauenarzt. Deswegen sitze ich auch nur im Auto, sonst wäre ich zu Hause. Definitiv. Ja. Ich bin heute auch das erste Mal wieder nach... keine Ahnung, wie vielen Tagen, also das letzte Mal war ich draußen an Silvester um Mitternacht, dass wir Raketen geschossen haben, und davor war ich auch ein paar Tage nicht draußen. Keine Ahnung, also ich war jetzt schon wieder ein paar Tage nicht draußen. Und das war jetzt das erste Mal, dass wir heute einen Großeinkauf mal wieder gemacht haben. Und mir geht es eigentlich ganz gut heute. Ich habe definitiv Schmerzen. Aber es ist zum Aushalten, sagen wir es mal so. Ich habe jetzt ganz schnell was gegessen, dass ich wenigstens was im Magen habe, falls die Geschichte doch mal wieder länger dauern sollte. Und ich habe jetzt nach dem Essen so einen Druck nach unten bekommen, das ist so krass. Oder vielleicht auch, weil wir jetzt unterwegs waren und gelaufen sind, dass ich mich dann kurz hingesetzt habe, weil das ist ja auch so. Manchmal, wenn man am Laufen ist und sowas, dann geht es einigermaßen. Manchmal hat man da auch Schmerzen, aber gerade wenn man dann sich mal hinsetzt oder hinlegt und der Körper sich einfach entspannen kann, oh Gott, dann fangen meistens die Schmerzen so richtig an. Und es hat gerade echt, also ich saß ganz gemütlich und habe gegessen und es hat so gezogen beim Essen. Alter Schwede. Ich musste zwei, dreimal wirklich so kurz so aufhören zu essen, weil ich echt gedacht habe, so, aua. Ja, mal sehen. Ich werde ja jetzt gleich ans CTG angeschlossen. Ob da irgendwas sich verstärkt hat oder so. Also klar, es sind immer mal wieder stärkere Wehen dazwischen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sich jetzt großartig irgendwas getan hat in die letzten zwei Wochen. Und es nervt mich so unglaublich. Es zerrt halt einfach mittlerweile an den Nerven. Und es ist gar nicht so, weil ich da immer mal wieder Kommentare bekomme, weil ich sage, oh, wir sind voller Vorfreude oder wir können es kaum erwarten. Da geht es mir gar nicht darum, dass ich will, dass Elias jetzt sofort auf die Welt kommt. Es wäre auch in Ordnung, wenn er erst in zwei, drei Wochen gekommen wäre, so in etwa, oder kommen würde.
Aber wenn ich eine ganz normale Schwangerschaft weiterhin hätte, also klar, vielleicht dann mal mit Druck oder irgendwie sowas, aber wenn man wirklich, ich habe ja mittlerweile seit 3 ganzen Wochen starke Unterleibsschmerzen, die immer mal wieder stärker werden, so stark, dass ich halt eben nicht schlafen kann oder mal nicht laufen kann oder. Aber sonst grundsätzlich habe ich einfach starke Unterleibsschmerzen und das ist einfach scheiße. Also irgendwann zehrt es halt an den Nerven und man hat einfach keine Lust mehr und keine Nerven mehr, dass man wirklich die ganze Zeit nur Unterleibsschmerzen hat. Und das ist ja nicht nur der Unterleib. Das zieht ja dann auch immer in den Rücken rein und in den Rücken hoch und runter und überall. Dann ganz schlimm, der Lias ist seit dem 31.12. macht der Party in meinem Bauch. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also ich habe richtige Beulen teilweise, so wie man es manchmal aus englischen Videos kennt. So richtige Beulen. Ich habe manchmal das Gefühl, der zertrümmert gleich meine Rippen, ey. Das ist echt heftig. Und ich weiß noch, wo ich vor ein paar Wochen, Monaten mal gemeckert habe, dass er gegen meine Rippen tritt. Das war ja ein Pups dagegen, was aktuell stattfindet. Also der ist richtig heftig am Party machen. Das ist echt nicht mehr lustig. Und meistens ist es auch so, gerade wenn dann irgendwelche krassen Wehen kommen und es sowieso schon wehtut und dann im Unterleib, im Bauch zieht, der ganze Bauch ist sowieso dauerhart. Der ist gar nicht weich. Dann im Rücken zieht und dann fängt er noch an zu boxen und dann sind so diese normalen Sachen, die einen sowieso nerven, wie dass dann mal Kopfschmerzen dazukommen, dass die Wassereinlagerungen dazukommen und generell das Gewicht und so weiter und so fort. Ich weiß, ich bin momentan echt krass am Meckern, aber wie gesagt, wenn man das wirklich so 3 Wochen nonstop hat, wenn ihr euch vorstellt, wenn ihr eure monatlichen Regel habt zum Beispiel und ihr wirklich wisst, so die ersten 1-2 Tage, wo man so richtig Unterleibkrämpfe hat. Jetzt stellt euch mal vor, ihr habt das wirklich 24 Stunden, 3 Wochen lang, zusätzlich dann aber auch noch Rückenschmerzen und Wassereinlagerungen und dies und das und pipapo. Ich glaube, da kann mich jeder verstehen, wenn ich sage, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keine Lust mehr. Absolut nicht. Und ich bin jetzt echt gespannt, was die Ärztin mal gleich sagen wird. Ob sich da irgendwas vielleicht getan hat, ob die Wehen stärker geworden sind, ob sich der Muttermund vielleicht weiter geöffnet hat oder ob sich irgendetwas getan hat oder ob alles gleich geblieben ist und ich einfach weiterhin durchhalten muss. Wir werden sehen, was sie gleich sagt. Ja, mittlerweile bin ich ja in der 38. Woche, also es ist sowas von alles in Ordnung, wenn er jetzt kommen würde. Also da kann keiner mehr mir irgendwie vorwerfen, ich würde es unterstützen, dass ich ein Frühchen bekommen würde oder sowas. Also da ist ja auf dieser Seite zumindest alles safe. Und ja, naja, wir werden sehen. Ich werde berichten. Ich werde sehr wahrscheinlich auch in den Vlogs ab sofort berichten und kein richtiges Schwangerschaftsupdate mehr machen, weil ich nicht weiß, inwiefern sich das überhaupt lohnt. Wobei ich das letzte Mal auch gesagt habe. Und auf einmal konnte ich wieder ein Schwangerschaftsupdate von 3 Wochen drehen. Also, falls es nochmal genug Material gibt, drehe ich nochmal eins. Aber ich glaube... Ich glaube nicht. Wir werden es sehen, sagen wir es mal so. Ich werde auf jeden Fall hier euch später dann mal ein Update geben, was beim Arzt rausgekommen ist. Genau, ich bin jetzt gleich da und würde sagen, ich melde mich nach dem Termin. Also bis gleich. So, ich melde mich nochmal ganz kurz zurück. Und zwar, im Auto war es jetzt schon viel zu dunkel gewesen. Und ich habe mir jetzt gerade gedacht, hallo Jason. Sehe ich gerade, dass er schon wieder auf der Wickelkommode sitzt. Ey, das gibt's nicht. Ich weiß auch nicht was. Der hüpft da ständig hoch, der findet es super, super toll. Kötze. Naja, ich habe nämlich gerade gedacht, ich werde mich jetzt gleich ins Bett legen und ich habe nämlich ein Video, ein Schwangerschaftsupdate, was ich gerne fertig schneiden würde, dass ich das so in petto habe und vielleicht dann auch einen Vlog zusammenschneide von den letzten Tagen. Ich habe ja, wie schon vorhin gesagt, überhaupt gar nicht gefilmt die letzten Tage, von daher aus. Ja, aber dass ihr die aktuellen Infos noch habt und dass ich up to date bin, dachte ich mir, ich erzähle jetzt mal ganz kurz, was los gewesen ist beim Frauenarzt und danach kann ich das Video nämlich zu Ende schneiden und hoffentlich auch noch hochgeladen bekommen. Wir werden sehen. Je nachdem, ich erzähle gleich, warum ich das jetzt unbedingt gerne 2 Videos schaffen würde. Wir werden sehen, weil wir haben nämlich mittlerweile schon kurz vor 8. Also, ich war als erstes mal am CTG dran gewesen. Der war eigentlich gut gewesen. Die Herztöne sind super. Der war auf jeden Fall, also die Wehen waren ganz deutlich. Also im Krankenhaus waren die immer so, also man sagt ja,
Man kriegt ja zwei solche, also für jemanden, der es jetzt gar nicht kennt, Laie. Man kriegt zwei solche runden Noppendinger auf dem Bauch. Und der eine misst halt eben die Herztöne oder schaut nach den Herztönen. Und der andere eben, ob Wehentätigkeiten da sind. Und das geht auch immer mal auf und ab. Und ab 20, also das geht immer von 0 bis 99. Ab 20 sind es einfach Wehentätigkeiten, sollen das offizielle sein. Aber nicht solche Wehen, wie wenn man jetzt wirklich im Kreissaal liegt und da übelste Schmerzen hat, sondern da werden halt normale Wehentätigkeiten aufgeschrieben. Und ab 20 sind es schon offiziell, gelten das schon Wehen. Und die letzten Male, wenn ich im Krankenhaus, wo ich im Krankenhaus war, waren die oftmals um die 20, 30, waren auch mal bei 50 oder 60, aber dann waren die auch schnell wieder unten, irgendwie im 30er-Bereich. Gesch hat so im 30er-Bereich war das immer gewesen. So ungefähr, ja. Also klar, mal höher, mal niedriger, aber im Durchschnitt war es immer so um die 30. Also vollkommen in Ordnung. Aber diesmal, ich habe es auch direkt meinem Freund geschickt und meiner Family geschickt. Das war echt krass gewesen. Der ging so oft hoch auf 99. Das war echt heftig gewesen. Und der Durchschnitt war so bei 50, 60 immer gewesen. Also da war jetzt wirklich, das ging hoch und runter die ganze Zeit. Und wenn es runterging, dann hat es so bei 30, 40 aufgehört. Und dann ging es aber auch ganz schnell wieder in 60, 70er Bereich und immer auch mal wieder auf 80 und hoch zu 99 mehrmals. Also es war jetzt so, war es noch nie gewesen. Aber ja, ich merke das ja auch. Ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, so seit dem 31.12. merke ich wirklich, dass es einfach stärker geworden ist. Viel, 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 viel stärker als die Tage und Wochen zuvor auf jeden Fall. Ja, aber soweit war der CTG trotzdem in Ordnung gewesen. Und dann bin ich noch zur Frauenärztin reingegangen. Und sie hat dann erstmal wieder normale Untersuchungen gemacht. Der Muttermund hat sich nicht weiter geöffnet, ist immer noch bei einem Zentimeter. Allerdings ist der Gebärmutterhals komplett jetzt weg. Und sie hat auch gemeint, sie spürt schon direkt das Köpfchen. Also, dass er jetzt richtig unten im Becken drinne liegt. Und sie meinte auch, falls es so sein sollte, dass irgendwie die nächsten Tage meine Fruchtblase mal platzen sollte, dann auf gar keinen Fall mehr rumlaufen oder so, sondern dann tatsächlich einfach Krankenwagen rufen. Also, dann muss ich wirklich im liegenden Zustand transportiert werden. Genau. Weil wenn die Kinder noch mal ein bisschen weiter oben im Becken sind oder halt nicht komplett unten liegen, dann darf man noch zu Hause rumlaufen und sich auch noch mal duschen gehen und was weiß ich was. Gibt's ja ganz viele Stories, die das so machen. Also man sollte sich grundsätzlich so, wie ich es gesagt bekommen habe, kann jetzt natürlich sein, dass ihr andere Infos habt. Aber es ist so, dass man, wenn man regelmäßig alle 5 Minuten Wehen hat und das über einen Zeitraum von mindestens 1,5 bis 2 Stunden, also wirklich regelmäßig 1,5 bis 2 Stunden, dann darf man sich so langsam mal auf den Weg ins Krankenhaus machen. Genau. Wenn es aber vorher der Befund von einem Arzt gegeben hat, dass das Kind wirklich komplett unten im Becken liegt, so dass man wirklich schon bei der kleinsten Untersuchung direkt das Köpfchen spürt und dann die Fruchtblase platzt, dann soll man sich nicht bewegen. Auf gar keinen Fall. Und soll sich eben liegend transportieren lassen. Genau. Das heißt, falls irgendwas sein sollte, ab sofort Krankenwagen rufen. Jo. Genau, das hatte sie mir eben gesagt, als sie mich untersucht hatte. Und dann hat sie gemeint, ach komm, wir gucken auch noch mal nach dem Fruchtwasser, nach dem Kleinen und so weiter und so fort. Und dann hat sie ihn erstmal ausgemessen. Und er sage und schreibe, Leute, bei 3400 Gramm. Über. 3400 und ein paar zerquetschte. Richtig heftig. Richtig, richtig heftig. Vor 2 Wochen war er bei 2,7, 2,8. Das ist so krass. Wie kann man so schnell zunehmen? Heftig, heftig, heftig. Also, sie hat auch gesagt, also, er ist komplett ausgereift, alles super, er kann kommen, gar kein Thema. Und dann hat sie halt weiterhin geschaut und hat halt direkt gesagt, okay, viel zu viel Fruchtwasser immer noch. Das ist nicht gut. Es ist einfach, sie hat gemeint, sie kann sich das richtig vorstellen, was für ein Druck das bei mir sein muss. Einfach dadurch, dass er so groß und so schwer ist, dass es zu viel Fruchtwasser ist und so weiter und so fort. Das fühlt sich halt wirklich schon an, wie in der 41. Woche so in etwa, hochgerechnet. Und ja, aus diesem Grund hatte sie zu mir gesagt, es gibt 2 Möglichkeiten. Sie hat mir einmal einen Termin gegeben für nächste Woche Freitag.
und hat gemeint, also entweder sie glaubt zwar nicht, dass sie mich bis dorthin nochmal wiedersehen sollte, sie kann sich es nicht vorstellen, weil er einfach wirklich komplett so startklar schon drin liegt, aber falls es so sein sollte, dass ich einfach die nächsten Tage noch einfach warten möchte, dann kann ich am 12., wenn ich es bis dorthin aushalte, zu ihr kommen. Und sie untersucht mich nochmal, aber egal wie die Untersuchung ausfällt, würde sie mich dann ins Krankenhaus überweisen und dann sollen die Wehen eingeleitet werden. Genau, dass es nicht noch alles extremer und schwerer und am Ende noch zu irgendwelchen Komplikationen führen könnte. Genau. Das war die eine Sache. Und sie hat zu mir aber gesagt, sie würde mir aber allerdings raten, dass ich im Krankenhaus mal anrufe, die Sache kurz schildere und dort einfach dann erfrage, ob ich einfach mal vorbeikommen kann, dass sie mich auch mal untersuchen und ob man nicht die Venen vielleicht jetzt schon einleiten könnte. Einfach aus den ganzen genannten Gründen. Genau, das habe ich dann auch danach gemacht, habe angerufen, habe das einfach kurz erzählt. Die haben meine Akte rausgesucht und haben direkt gesagt, ich soll direkt morgen früh kommen um 10.30 Uhr aufgrund dieser Akte, aufgrund der ganzen Vorgeschichten und so weiter und so fort. Die untersuchen mich morgen früh und dann wird im Prinzip entschieden, ob die Wehen eingeleitet werden oder ob sie noch bis nächste Woche warten. Oder ob sie sagen, nö, wir warten jetzt komplett ab. Bis zum errechneten Termin sind es jetzt noch 18 Tage oder sowas. Also irgendwas zwischen morgen und 18 Tagen werden die Wehen eingeleitet werden. Es sei denn, der Lias denkt sich heute so, hahaha, ich mache mein eigenes Ding und bringe heute Nacht mal die Fruchtblase zum Platzen oder sowas. Man weiß es nie. Also ja, das ist so das Update, was jetzt los ist und ich lasse mich überraschen. Bin gespannt. Ich habe ja im Gefühl, dass die sagen werden, dass sie nicht einleiten werden, dass die sagen, nee, wir warten noch mal ein paar Tage ab, dass es vielleicht von alleine losgeht. Das habe ich ja so im Gefühl. Aber irgendwie hat mich die letzte Zeit mein Gefühl sowieso sowas von getäuscht. So sehr getäuscht hat es mich schon seit Jahren nicht mehr. Alles, was jetzt irgendwie die ganze Schwangerschaft betroffen hat oder die ganzen letzten Wochen. Ständig hatte ich irgendwie ein Gefühl, auch jetzt und da und nie und da und irgendwie hat irgendwie nichts gestimmt. Von daher aus lasse ich mich einfach mal überraschen und gehen morgen früh mal ins Krankenhaus und werden mal sehen, was wir da erzählt bekommen. Genau, ja. So viel bis zum jetzigen Zeitpunkt und ich würde sagen, ich melde mich dann, sobald ich wieder kann, sobald ich genaueres weiß, aber jetzt beende ich erst einmal diesen Vlog und melde mich dann im nächsten wieder. Also macht's gut, ihr Süßen. Tschüss!